Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, wir sind immer noch hier in dem Raum, wo wir aufgehört haben. Haben wir gerade hier die Wache vor dem Tod durch Elektroschocks gerettet. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Die Sache ist ja, hier vorne war, glaube ich, der Eingang. Hatten wir ja von der anderen Seite gesehen. Da ist leider immer noch... Ne, der ist offen. Ah, okay. Können wir vielleicht wieder zurück? Nein, können wir nicht. Ach, diesmal ist die Tür zu. Ist klar. Super, dann... Oh, kann mich jemand hören? Hallo? Ah, hallo. Nö. Das ist wohl nur zum Angucken da. Gucken wir mal weiter. Und gehen mal den Detektivmodus, der hier so penetrant empfohlen wird. Und wir sehen eine schon so verdächtig aussehende Mauer. Mit einer strukturellen Schwäche, instabile Mauern, die durch eine kontrollierte Explosion zum Einsturz gebracht werden können. Jo, blöd ist nur, ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil ich auch schon im, als ich das erste Mal hier den Anfang gespielt habe, stand ich schon davor und wusste ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass man da nichts machen kann. Jedenfalls wüsste ich nicht, ich habe hier auch groß nichts dabei, womit ich jetzt eine Explosion auslösen könnte. Hier ist auch nichts Explosives irgendwie rundrum und mehr kann sich auch jetzt hier irgendwie nicht frei bewegen, mehr kann sich auch nach oben, aber da liegt groß nichts. Ne, die Lösung ist, hat wahrscheinlich der eine oder andere schon gesehen, ein Lüftungsschacht, der zwar fest in der Wand verschraubt ist, mit dicken Schrauben, aber das hebt Batman natürlich ganz Batman einfach aus den Schrank. Er hat den Ventilator von der Wand gerissen. Batman, ja, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackgeld-Gefangene beim Heizkessel! Oh, das könnte natürlich ganz praktisch sein. Es ist Joker, er ist frei! Wie konnte er aufbrechen? Das ist eine gute Frage. Der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Und wir haben eine Riddler-Trophäe gefunden. Und natürlich stellt sich auch für uns die Frage, wie jetzt Joker das alles geschafft hat. War ja schon eine filmreife Aktion, die er da hingelegt hat. So, wir sind wieder im Anfangskorridor. Und die Tür ist gerade aufgegangen, wo der, wo die Wache die ganze Zeit gegen gekämpft hat. Sie ist verschlossen. Es geht weder rein noch raus. Oh, das sieht aber ungewohnt aus. Warnung, es geht nur raus. Bereich versiegelt. Das ist wahrscheinlich sehr schlecht, dass es versiegelt wurde. Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Ja, ich denke mal, das ist unser Job, oder? So, Grapple-Bitten gezeigt. Wo können wir denn... Ah, da oben. Oh Gott. Oh Gott! Wieso machen sie dieses Geräusch? Ich würde sagen, weil sie gerade qualvoll an Giftgas sterben. Deshalb machen sie dieses Geräusch. Ich finde, die Wachen haben hier ganz lustige Texte teilweise. Die sind immer ein bisschen irgendwie... blöde, würde ich fast sagen. Also irgendwie... keine Ahnung, so ein bisschen statische Dialoge, die wir immer, oder Selbstgespräche, die wir abführen, eher. Hilf mir! So, oh, eine Wache. Ihnen wird nichts passieren, bleiben Sie hier. Hoch. Ich denke, hier unten können wir vielleicht nicht mehr helfen, aber wir können ja wenigstens verhindern, dass wir noch mehr hier unter dem Giftgas rein. Halt noch ein bisschen länger durch, Steve. Ich kann nicht! Ich falle! Dann beeilen wir uns doch bitte mal. Ziehen uns mal hoch mit dem Grapple und ich verfolge das Tier, das das getan hat. Batman, das Absaugsystem! Steve hat versucht, an das Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Das ist doch keine schlechte Idee. Gut, wir können mit Leertaste halten gleiten. Ich kann nicht glauben, dass er mich hier... Und noch jemand. Na, keine Wache, aber ein Blattgeldgefangener. Ja, so ist es. Batman, rette dich vorm Tod und dann haut er dir erstmal die Fresse. Das ist so die Art, wie er halt mit Kriminellen umgeht. Nicht töten, aber ausschalten, sag ich jetzt mal. So, Giftgas wird abgepumpt. Das ist auch schon mal gut. Auch wenn ich glaube, dass es für die Leute, die zu spät kommt, für Insassen wie Wärter gleichermaßen, wird sich auf jeden Fall an. Oh, hat der Container sogar mit Smileys versehen, das ist sehr nett. Achtung, der Zugang zum Entzündungsraum. Sieht echt übel aus hier. Können wir hier noch irgendwas machen? Ist hier noch irgendwas zu tun oder zu finden? Los, Batman, du bist super! Joker hat keine Chance! Ja, das ist schön.
immer mehr irgendeinen Kasten, mit dem wir nichts machen können. So ein nerviges Gebiss, das immer in Punkte bringt. Haben wir auch gerade mal weg. 50 Punkte eingesackt. So, wir können... Ah, komm. Hab dich gesehen. Ach genau, ich will mal drüber laufen. Ja, okay, die machen nichts, beißen nicht, nerven nur ein bisschen. Sprechen wir vielleicht noch mit der Wache, mit dem Burlow. Wenn du ihn findest, hau ihm eine von mir rein. Ja, das geht auch. Natürlich, geht aufs Haus. Wenn wir ihn denn erwischen, das ist ja immer noch, naja, keine Ahnung, wo er überhaupt ist. Und es scheint ja so, als hätte er auch irgendwie alle Türen hier in der Hand. Hier ist jetzt wie die Harley Quinn. Na, ja, gucken wir mal weiter. Na, ja, komm. Ja, ich warte noch auf deine komischen Gebissdinger hier. Wollte ich nämlich eigentlich mitnehmen. Oh. Ja, da ist noch ein Schläger im Weg. Muss man sagen, ist ja schon ein bisschen feige. Hat immer hier so ein großes Maul eigentlich, aber... Dann im Endeffekt schickt er doch erstmal eine ganze Horde von... Okay, das war jetzt irgendwie ein Finishing-Move, wo der Typ links stand und Batman in Zeitlupe nach rechts getreten hat. Gut, das ist wohl teilweise vielleicht ein bisschen Magie. Hier kommen wir aber nicht lang, das ist so ein tolles Elektroschock-Tor. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Da kann man nicht durch, dann passiert das. Sollte man... Wobei, sollte man vermeiden, das zieht kein Leben ab, dann kommen wir einfach nicht durch. Bringt also relativ wenig. So. Ach, verdammt. Wollte ich eigentlich noch ein bisschen mehr. Knapp daneben. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Wer hat's gedacht, der hat noch eine Karte in der Hinterhand? Wow. Ja, der ist in der Tat ganz schön groß. Und der sieht verdammt wütend aus. Haben wir jetzt den ersten Mini-Boss an der Hand, oder? Wollen wir mal den fertig werden? Macht dem das was? Okay, beeindruckt. Wir können ausweichen. Ja. Oh, das war ganz schön knapp, vielleicht soll ich zur Seite ausweichen. Wow. Okay. Einen Sturm kann er auch machen, wenn er nicht gleich mit Wärtern will. Das ausprobieren. Okay. Ah, das hat auch funktioniert. Hab ich ihn kurz betäubt. Oh, dann hab ich vielleicht auch weg. Okay, aber ich muss ihn abwerfen, wenn er gerade am Rennen ist. Okay, jetzt. Oh. Okay, war ich zu langsam. Nochmal. Komm, wegwerfen. Ach. Oh, komm, mach noch mal das. Der war echt auch viel aus, muss man sagen. Ah, komm, ich bin hier drüben. Ja, schlau ist er nicht wirklich. Haut nochmal auf den Boden, obwohl ich schon längst auf der anderen Seite vom Raum stehe. Und jetzt hat er gemerkt, dass ich ihn geschlagen habe. Ernsthaft? Das war ein wenig unerwartet, ja. Ich brauche wohl stärkere Versuchspersonen. Das kannst du laut sagen. Ich habe gerade meine großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich, oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus! Du wirst langsam zu ausrechenbar, Vance. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkham angeflogen. Du wirst sehen, ne? Tja, so nah und doch so fern ist er uns gerade nochmal durch die Lampen gegangen. Sieht so aus, als würden wir durch die fetten Stahltore da nicht durchkommen. Oh, Tausende wird man gemacht. Schnell, rein hier, bevor noch mehr von ihnen kommen. Ach, und da ist eine Wache aufgestanden. Und wir haben ein Wayne-Tag-Upgrade freigeschaltet. Fülle die EP-Anzeige, um den Batsuit und deine Fähigkeiten zu verbessern. Wähle dein Upgrade im Wayne-Tag-Auswahlbildschirm aus.
Jo, dann machen wir das auch gerade mal. Okay, haben wir unten eine kleine Leiste mit allen möglichen Fertigkeiten. Die erste wäre der Spezial-Kombo-Wurf. Achtfacher Kombo-Wurf-Angriff, der nicht abgewehrt werden kann. Okay, was gibt's noch so? Können wir nicht, können wir auch nicht. Kombo-Battering. Verbessert, wenn der Kombo den Battering mit dessen Hilfe Gegenstände ausgeteilt werden können. Okay. Kritische Kombo. Verdoppelt im Fall eines perfekten Timings die Effektivität normaler Angriffe. Hört sich auch nicht schlecht an. Umgekehrtes Ausschalten. Mhm. Panzer-Upgrade. Ah, okay, da haben wir dann mehr Leben. Okay, das ist wahrscheinlich die späteren Panzer-Upgrades, die können wir alle nicht. Das sind jetzt wahrscheinlich dann die Batarang-Upgrades, sieht man wahrscheinlich auch an den kleinen Tooltips da. Okay, bessere Effizienz, ja. Zwillings-Batarang. Ah, zwei gleichzeitig, können wir nicht. Ferngesteuert, ja, auch nicht schlecht. Können wir nicht, können wir nicht. Und die können wir auch alle nicht. Gut, was nehmen wir? Ja, ich meine, Panzerung braucht man noch nicht. Ich würde eine von den Kampffähigkeiten nehmen und ich finde am besten letztendlich die kritische Kombo an. Deshalb nehme ich die auch mal mit. So, verbessert. Können wir das Video wieder zumachen. Und dann quatsch mal eine Runde mit der Wache, wenn er das Tor endlich mal aufmacht. Wärter, ich bin hier drüben! Ja, ich hab dich gesehen. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich hab Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffne. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Ja, das könnte ja ein bisschen problematisch werden. Wir wissen, die Kommunikation ist ja ein bisschen unterbrochen. Hast du da leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt keinen Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tata! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Na, uns Bowles eiskalt hinter dem Rücken verraten. Das Beste, was ich machen kann, ist die Tür zu öffnen. Ja, gut, das ist nicht viel, aber wir kommen immer wieder raus. Nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Wer noch was? Ah, noch eine Trophäe, wie es aussieht. Und die Karte öffnet sich automatisch. Ja, super. Okay, Karte, Ziele. Ja, ich denke, das haben alle verstanden. Falls wir nicht wissen, wo es weitergeht, können wir auf Tab gucken, wo wir hin müssen. Eigentlich ja ganz praktisch. Auf jeden Fall müssen wir zurück. Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat deinen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte. Jo, wieder ein Gespräch. Muss ich stehen bleiben, kann ich nichts machen. Aber ich wollte immerhin noch das Gebiss benehmen. Ich frage mich eigentlich, wo er die alle her hat. Hat er für den Aufstand hier extra... alles mögliche geplant, alle seine Leute hergeschafft und 5000 Aufziege bisher. Du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? Joker TV, ja. Das mit mir und Frankie geht lang zurück. Ich hab ihn vor ein paar Jahren aus einer schwierigen Lage befreit. Also wenn ich Sicherheitscodes brauche oder einen alten Mann niederschlagen will, dann weiß ich, wen ich fragen muss. Sogar deine Mutter hat das gespürt. Hast du gesehen, wie viele Zähne aus... Wer ist hier? Tja, das ist Batman. War's dann wohl mit dir? Das war doch mal echt eine schnelle Kombo hier. Ein Batarang, der ihn erstmal ausgeschaltet hat, dann ein schnelles am Boden ausschalten und ein Finisher auf den anderen. Schneller geht's doch fast gar nicht. Gucken wir mal eben auf der Karte. Sind wir auch richtig? Ja, in der Tat.
Haben wir hier noch irgendwo was? Vielleicht noch ein paar nervige Gebisse oder so? Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir eben da weiter. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Okay, gehen wir in den Detektivmodus. Machen wir ein neues Tool, den Beweisscanner. Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Ja, was hat er denn getrunken, ne? Na? Achso, jetzt muss ich auch drücken. Leertaste. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll, folge ihr. Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Okay, jetzt muss ich... Okay, Dampfortung, Alkoholprobe, Frank Bowles. Die wird mir jetzt angezeigt. Im Detektivmodus, okay. Muss ich jetzt wohl weitere Wolken scannen, ja. Und die müssten mir jetzt zeigen, wo ich lang muss. Da haben wir einer, da. Okay, also gegenüber wohl raus, ja. Können wir ein bisschen sprinten. Müssten wir eigentlich auf dem richtigen Weg sein. Ja gut, wenn hier rechts und links nichts abgeht, dann ist es ja wohl zwangsläufig. Oh, Telefon. Können wir da rangehen? Hallo, was ist da los? Ich versuche Steve zu erreichen. Ist er da? Einen Moment. Ich schaue nach, ob ich ihn finden kann. Oh, danke schön. Tut mir leid, ich habe überall gesucht. Aber ich kann nur seinen Kopf finden. Boah, das war böse. Gut, dafür machen wir alle deine Gebisse kaputt, weil du so übel drauf bist. Blöd. Unzuverlässig. Und eine neue Zwischensequenz, da gibt es so wenige von. Was ist los? Und es führt nach unten. Nee, nach oben, wir haben den Fahrstuhl genommen. Batman! Mr. J, will nicht, dass du uns schon verfolgst. Oh. Eine Bombe, am Fahrstuhl, wenn ich das erwarte. Ja, erstmal den Fahrstuhl abgelaufen und dann überlegen, was man macht. Da wird der Bat-Suit schon angekratzt. Vielleicht hätten wir doch die Panzerung nehmen sollen. Aber wer kann schon erwarten, dass man von einem Fahrstuhl angegriffen wird? Ja, wenn du dich da mal nicht irrst. Was haben wir denn hier? Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Na, klingt nach einem guten Plan. Da hätten sie die Treppen mal. Ich hab hier so einen Lüftungsschacht gesehen. Gucken wir uns den doch erstmal an. Wo führt der? Ah, der führt hier drunter, unter den Fahrstuhl. Das ist schön, dass es da ist. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was das bringt. Was haben wir hier drüben? Okay. Das sieht so aus, als wären hier Pläne geschmiedet worden. Das sieht nach einem Lageplan vom Gefängnis aus. Bilder von wem auch immer. Und Dokumente. Feuerlöscher. Sicherheitskamerabilder. Okay, ob vielleicht hier die Harley Quinn gehaust hat und irgendwie den ganzen Spaß hier geplant hat. Die schien ja wahrscheinlich, also sah jetzt auf jeden Fall so aus, dass sie wohl schon eine Weile hier drin war. Scheint ja ganz gut geplant gewesen zu sein. Ich wüsste jetzt nicht, weil Joker wird ja gerade erst reingebracht. Dann müsste die ja quasi als Kontakt im Inneren gehandelt haben. So, Treppe hoch, aber da ist auch schon wieder Ende irgendwie. Nix was am... Oh, doch, da ist irgendwas. Tonband. Harleen Quinzel, nenn mich Harley, jeder macht das. Ich bin überrascht, dass du in Arkham arbeiten willst. Ich fand extreme Persönlichkeiten schon immer interessant. Man kann nicht abstreiten, dass diese Supergangster einen Glamour-Faktor besitzen. Ich warne dich. Das sind Hardcore-Psychos. Die meisten killen dich lieber, als mit dir zu reden. Ich bin sicher, ich komme klar, Doktor. Die verspeisen dich zum Frühstück. Wirklich. Ein paar von denen gefällt das auch noch.
Ja, gut, haben wir ein Tonband gefunden. Damit hat sich wohl auch ein bisschen geklärt, wie das Ganze auf jeden Fall anfänglich geplant wurde. Ist Harley Quinn auf jeden Fall wohl als Mitarbeiterin hier reingekommen. Okay. Gut, ich denke aber mal, die Verfolgung von Joker müssen wir dann auf den nächsten Teil schieben. Zeit ist leider schon wieder rum und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.